Lektion 125 aus Ein Kurs in Wundern. In der Stille empfange ich heute Gottes Wort. Welch schöne Einladung an uns. Lass dies einen Tag des Schweigens und des stillen Horchens sein. Dein Vater will, dass du sein Wort heute vernimmst. Er ruft dir zu aus deines Geistes Tiefe, wo er weilt. Höre ihn heute. Ja, und vielleicht bewegen uns so Gedanken wie, das würde ich ja gerne, aber irgendwie klappt es nicht. Oder ich kann die Worte nicht verstehen. Oder ich weiß gar nicht, wann er zu mir spricht. Und das ist alles verständlich. Es ist verständlich, weil wir alle bemüht sind und suchen. Und diese Suche beeinflusst, was wir wahrnehmen. Es ist schon die Suche mit der Absicht, irgendwo etwas Besonderes wahrzunehmen, was wir identifizieren können, als, das muss wohl die Wahrheit sein, dass wir es nicht so richtig wahrnehmen können. Zumindest ist das meine Erfahrung. Ich möchte dir da aber weder etwas unterstellen noch einreden. Überprüf es einfach einmal für dich. Mit welcher Erwartung gehst du in so eine Meditation? Mit welcher Hoffnung, welcher Ausrichtung? Der Punkt ist, es ist so nah in uns selbst, dass wir es übersehen, überhören. Denn wir suchen ja nach etwas, das sich irgendwie von uns unterscheidet. Wir suchen nach etwas, wo wir sagen können, das ist es. Etwas, das anders ist als wir. Und das ist der Irrtum. Es ist genau wie wir. Es ist ganz genau wie du. Wie du in Wahrheit bist. Wenn wir an dieser Stelle suchen, und es ist eher ein Gewahrsein, kein Suchen mit einer Absicht, etwas Spezielles zu finden, dann wird es recht leicht gelingen. Kein Frieden ist möglich, solange nicht sein Wort rund um die Welt gehört wird, solange nicht dein Geist in stillem Horchen die Botschaft annimmt, die die Welt vernehmen muss, um die stille Zeit des Friedens einzuleiten. In diesen Sätzen liegt noch ein zweiter Punkt und vielleicht ein dritter. Einmal das Ergebnis. Kein Frieden ist möglich, solange wir nicht uns selbst gefunden haben, das ist der zweite Punkt, und der dritte ist, solange wir uns selbst nicht annehmen. Denn die Botschaft, die wir annehmen sollen, erst hören, dann annehmen, ist ja die Anerkenntnis, dass wir eins sind. Eins mit Gott, mit meinem Selbst und all meinen Brüdern. So hieß es gestern in der Lektion. Das heißt, in umgekehrter Reihenfolge könnten wir sagen, als erstes nehmen wir unser wahres Selbst wahr und darin liegt die Botschaft. Dann nehmen wir das auch an. Ja, es ist so und sagen nicht,
Das ist aber tatsächlich ganz anders, weil ich habe noch einen Haufen Probleme. Und das Dritte ist, wenn wir es angenommen haben, werden wir selbst zum Botschafter dieser Botschaft. Dehnt sich der Frieden aus, den wir selbst spüren, der in uns liegt, den wir nicht mehr blockieren. Und das bringt der Welt Frieden, bis sie ganz in Frieden ist. In der Lektion hört sich das dann so an: Diese Welt wird sich durch dich verändern. Kein anderes Mittel kann sie erlösen, denn Gottes Plan ist einfach dieser. Der Sohn Gottes hat die Freiheit, sich selber zu erlösen. Ihm ist Gottes Wort gegeben, dass es ihm ein Führer sei, der immer da in seinem Geist ist und ihm zur Seite steht, um ihn in Sicherheit zu seines Vaters Haus zu führen, nach seinem eigenen Willen, der immer da so frei ist wie der Wille Gottes. Er wird nicht durch Zwang angeleitet, sondern nur durch Liebe. Über ihn wird nicht geurteilt, er wird nur geheiligt. Ja, sein Wort ist immer da in unserem Geist. Was heißt das? Gott ist immer in unserem Geist. Und wenn wir sagen, Gottes Wort ist Kommunikation, und Kommunikation heißt Leben, heißt Ausdehnung, dann bedeutet es, dass die Ursache für unser Sein natürlich immer in uns ist und damit immer bei uns und wir immer zuverlässig darauf zurückgreifen können. Und die Stelle, an der wir zu suchen haben, ist die Tiefe unserer Existenz. Tiefe unseres wahren Seins, das ja einfach hinter dieser Wand aus Gedanken, Gefühlen, Eindrücken, Überlegungen und so weiter ist. Es ist das, was zuverlässig immer da ist, immer gleich, gleich friedlich, gleich liebevoll, glücklich. Im Textbuch im Kapitel 25, im Abschnitt Das Licht, das du bringst, klingt das dann so und es hilft uns vielleicht, das ein bisschen besser noch zu verstehen. Du Macher einer Welt, die nicht ist, gönne dir Trost und Ruhe in einer anderen, wo der Frieden wohnt. Diese Welt bringst du all den matten Augen und müden Herzen mit, die auf die Sünde schauen und den Takt zu ihrem traurigen Kehrreim schlagen. Von dir kann ihre Ruhe kommen. Aus dir kann eine Welt entstehen, auf die zu schauen sie frohlocken werden und wo sie frohen Herzens sind. In dir ist eine Schau, die sich zu ihnen allen ausdehnt und sie mit Sanftmut und mit Licht bedeckt. Und in dieser sich ausweitenden Welt des Lichts wird die Dunkelheit weggeschoben, von der sie dachten, sie sei da, bis sie nur noch ein ferner Schatten ist, weit weg und nicht mehr lange in Erinnerung. Jetzt wissen wir, warum es heißt, diese Welt wird sich durch dich verändern. Ja, und das ist ja ein Geben, das wir tun, und Geben und Empfangen ist eins. Und deshalb heißt es im Textbuch weiter: Möchtest du das nicht um der Liebe Gottes willen tun und um deiner selbst willen? Bedenke nur, was das für dich bewirken würde. Deine bösen Gedanken,
die dich jetzt heimsuchen, werden dir zusehends fern und weit weg von dir erscheinen. Und sie entfernen sich auch immer weiter, weil die Sonne in dir aufgegangen ist, damit sie weggeschoben werden mögen vor dem Licht. Sie bleiben eine Weile, eine kurze Zeit noch, in verdrehten Formen, die zu weit entfernt sind, als dass man sie erkennen könnte, und sind für immer fort. Und im Sonnenlicht wirst du stehen, in Stille, in Unschuld und gänzlich ohne Angst. Und von dir wird die Ruhe, die du fandest, dich ausdehnen, sodass dein Frieden niemals wegfallen und dich obdachlos lassen kann. Diejenigen, die allen Frieden schenken, haben eine Wohnstatt im Himmel gefunden, die die Welt nicht zerstören kann, denn sie ist groß genug, um die Welt in ihrem Frieden zu enthalten. Ja, alles ist in unserem Geist. Und wenn in unserem Geist ewiger Frieden ist, muss das, was im Geist beinhaltet sein, ja auch in Frieden enthalten sein. Und in diesem Frieden sind wir ganz eins. Ganz einfach deshalb, weil es nichts geben kann, was den Frieden stört. Also muss es konfliktfrei in unserem Geist enthalten sein, also als geeinter Gedanke. In der Stille wollen wir heute Gottes Stimme hören, ohne Einmischung unserer unbedeutenden Gedanken, ohne unsere persönlichen Wünsche und ohne jede Beurteilung seines heiligen Wortes, geht es in der Lektion weiter. Wir wollen heute nicht über uns urteilen, denn was wir sind, kann nicht beurteilt werden. Wir stehen abseits allen Urteils, das die Welt dem Sohn Gottes auferlegt hat. Sie erkennt ihn nicht. Heute wollen wir nicht auf die Welt hören, sondern in Schweigen Gottes Wort erwarten. Heute spricht er zu dir. Seine Stimme wartet auf dein Schweigen, denn sein Wort ist nicht zu hören, solange nicht dein Geist eine Weile still ist und bedeutungslose Wünsche beschwichtigt worden sind. Warte in der Stille auf sein Wort. Ja, und wir bekommen noch einen Hinweis. Ein Frieden ist in dir, der heute angerufen werden kann, um dir zu helfen, deinen allerheiligsten Geist darauf vorzubereiten, die Stimme für seinen Schöpfer sprechen zu hören. Ja, und wenn du möchtest, können wir genau das tun. 10 Minuten sollen wir spendieren und ja, noch 2-mal weitere 10 Minuten, wann immer es uns heute günstig erscheint. Wenn du möchtest, können wir die ersten 10 Minuten gemeinsam verbringen. Und ja, sie werden still sein, doch werde ich einfach eine minimale Anleitung geben, die uns ein bisschen führt, die uns immer wieder zurückholt, wenn irgendwie Gedanken auftauchen. Und lass uns mit einer winzigen Vorbereitung beginnen. Schenke dir jetzt diese 10 Minuten. Schenke dir jetzt den Frieden, der Frieden, der immer in dir ist, der Frieden, der du wahrhaft bist.
Wir brauchen nichts anderes zu suchen als diesen Frieden in uns, diesen Ort in uns, an dem es ruhig ist, diesen Ort in uns, an dem wir spüren, hier ist meine Existenz. Sie ist einfach da, klar und wunderschön. Und hier erfahren wir Ruhe. Hier ist Frieden. Und vielleicht beschäftigt dich gerade etwas, das dir nicht oder scheinbar nicht erlaubt, dass du dich dem Frieden zuwendest, dann gib dir jetzt kurz Gelegenheit, diesen Gedanken anzuschauen. Und lade den Heiligen Geist ein und sage: Hilf du mir. Ich kann damit nicht umgehen. Zeige du mir, dass das Problem gelöst ist, denn ich will Gottes Wort empfangen. Und vielleicht musst du das noch einmal wiederholen. Und allmählich kehrt Ruhe ein. Unser Geist fokussiert sich nach innen, auf unsere gefühlte Mitte und findet ganz von selbst das Zentrum, von dem du aus lebst. Wir brauchen nichts Besonderes zu suchen. Wir lassen es geschehen, im Vertrauen, dass Gott weiß, was zu tun ist. Und wenn du ein bisschen Frieden in dir spürst, kannst du vielleicht auch Dankbarkeit spüren, dass das so ist. Und gibst dem Ganzen Raum und noch ein bisschen mehr Raum. Und wann immer dich in den nächsten Minuten etwas ablenkt oder du bemerkst, dass deine Gedanken abdriften, dann sage dir: Ich will Gottes Wort hören. Und schon richtet sich dein Geist wieder aus in die Stille. Und wir erlauben uns, in dieser Stille zu sein. Es muss nichts Spezielles gesucht werden. Wir erwarten oder hoffen keine besondere Erfahrung, sondern unser Gewahrsein der Stille und des Friedens verstärkt sich. Wir können darauf vertrauen, dass die Stille zu uns spricht, ohne dass wir es mit dem Verstand verstehen müssen.
und tiefer erlauben wir unserem Geist, in diese Stille einzusinken, sich mit ihr auszudehnen. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie sehr du geliebt und getragen bist. Hier gibt es keinen Zweifel. Du bist ewiglich, vollkommen friedlich, frei, unschuldig. Hier ist der Ort, an dem deine innere Schau entsteht. Hier entsteht Vergebung. Hier ist Liebe. In der Stille empfange ich heute Gottes Wort. Seine Liebe ist alles, was du bist und was er ist. Das Gleiche wie du und du das Gleiche wie er. Und vielleicht kannst du grenzenlose Dankbarkeit in dir spüren, dass es genauso ist. Du bist, wie Gott dich schuf, und es ist unveränderbar. Danke für dein Üben, danke für deine Zeit und Hingabe. Hab einen wahrhaft friedlichen und lichtvollen Tag.